Genau, kommen Sie gern wieder zu uns zurück. Wir starten jetzt auf unsere Good Practice Stage. Da werden wir vier kurze Pitches hören von Unternehmen, die Digitalisierungs- oder KI-Projekte schon erfolgreich umgesetzt haben. Und dann würde ich als erstes den Moritz Diehl auf unserer virtuellen Bühne begrüßen, der Programmmanagement Officer und Projektleitung Digitale Transformationsstrategie bei Sorteco ist. Ja. Genau, ich sehe Sie schon. Teilen Sie gern Ihre Folien und die nächsten 7 Minuten gehören Ihnen. Okay, ja, danke schön. Seht ihr die Folien? Okay, super. Ja, danke, dass wir da sein dürfen, Sorteco, mit dem Projekt moderne serviceorientierte und integrierte Plattform für alle HR-Prozesse. Also wirklich ein Tool, was sehr umfassend ist. Und vielleicht noch, ja, was ist Sorteco überhaupt? Wer sind wir? Ist auch eine umfassende Präsentation in den Downloads, da könnt ihr reinschauen. Aber kurz zusammengefasst, wir sind ein Unternehmen, das nicht nur kreative Designs und technologisch hochwertige Oberflächen macht, sondern ja, wir haben mittlerweile ein Umsatzvolumen von 757 Millionen Euro letztes Jahr erreicht, über 3000 Mitarbeiter und 22 Produktions- und 13 Vertriebsstandorte weltweit. Und im Kern geht es bei uns ja um Produkte, die man im Raum als Endkunde wiederfindet. Wir stellen Dekorpapier her, wir haben daraus Papierkanten, die man da anfertigen kann, Kunststoffkanten, aber auch Veredelungsstufen wie Finishfolie, Papier. Plastikbasiert, Trennpapier, Sockelleisten und bis hin zu LEDs. Und ihr seht dann auf der rechten Seite, ja, wo ist es dann im Raum überall sichtbar? Also praktisch überall, wenn man sich jetzt umschaut, wahrscheinlich jeder von euch mal guckt auf dem Schreibtisch, wenn es kein Echtholz ist, könnte das ja Büromöbeloberfläche sein, die wir bedruckt haben, veredelt haben. Natürlich Karawanen, mobile Unterkünfte, Holzplatten, Türen, aber sogar auch im Schiffsbau sind wir ja, aktiv und natürlich über das Thema LED dort dann auch. Schau hier nur. So. Genau, das sind so die Produkte, die wir herstellen und wir haben uns natürlich mit dem Thema Digitalisierung auch beschäftigt im Rahmen einer großen strategischen Transformation, die wir letztes Jahr gestartet haben. Ihr seht es, das Wimmelbild, ja, mittendrin die Digitalisierung mit verschiedenen Stoßrichtungen, dass ich unter anderem eben als Programmmanagement Officer begleite, die ganzen Projekte dort zusammenziehe. Und da haben wir uns ein Mission Statement gegeben für die Digitalisierung, dass wir eben hochmoderne Systeme und digitale Prozesse haben wollen, um unseren Unternehmenserfolg langfristig zu sichern. Und das spielt dann damit ein, dass wir eben einen großen Wert legen auf Prozessdigitalisierung und damit eben operationale Exzellenz und kommerzielle Exzellenz sicherstellen wollen, die für uns ja sehr entscheidend sind. Aber nicht nur das, sondern auch das Einbinden von Kunden und Lieferanten in die digitale Wertschöpfungskette wird uns langfristig helfen, ja, bessere Wertschöpfungs- oder Wettbewerbschancen zu ziehen. Die Motivation war natürlich auch irgendwo gegeben. Wir haben oder hatten nicht so das digitale Know-how im Unternehmen, nicht die Zeit für digitale Innovationsprojekte und da eben gesagt, wir wollen da jetzt bewusst reingehen, das auf eine höhere Agenda setzen, Digital Natives auch ansprechen, die sich bei uns bewerben dürfen und damit eher so den Zug Richtung technologieorientiertes Unternehmen bekommen. Das Ganze für euch heute als ein Beispiel der Digitalisierung. Es gibt natürlich mehrere, die auf der Strategie sitzen, aber eins, das sehr aktuell ist, auch aktuell in der heißen Phase ist, eben eine Plattform für unseren HR-Prozess, also komplette Digitalisierung des HRs. Und da war die Ausgangslage sehr analog, alles Papier, manuelle Prozesse. Und da geht es jetzt hin Richtung eine moderne, serviceorientierte, integrierte Plattform zu etablieren. Der Umfang ist komplett am Employer Lifecycle entlang, also die komplette Basis bis hin, also wenn der Mitarbeiter eingestellt wird, bis er wieder austritt quasi. Digitale Personalakte, Dokumentenmanagement abgefangen, die Zeiterfassung, Abrechnung wurde angepasst oder angegangen, damit Automatisierung von Standardfunktionen, auch wie beispielsweise unsere ganzen Formalitäten, Anlagen, Berechtigungen, die Organisation in Org-Zuordnungen. Und natürlich alles datenschutzkonform irgendwie in einem Bewerberportal.
Und dort auch die Motivation, klar, ich habe es schon gesagt, alles manuelle Excel-List oder vieles, unterschiedlichste Systeme, manchmal sind Dinge sogar liegen geblieben und wir wollten einfach als Deutschland, als Pilot, ja, das sind auch die meisten unserer Mitarbeiter, starten, stärker SAP nutzen, hin zum papierlosen Büro und auch einen digitalen Onboarding-Prozess für die Mitarbeiter etablieren. Aktuell ist ja noch nicht so, dass wir da sagen, vorab kann er sich damit beschäftigen. Und eben das Ziel, hin zu dieser serviceorientierten und integrierten Plattform für alle HR-Prozesse, intuitiv benutzbare Manager-Self-Service, also die Führungspersonen, dann aber auf der anderen Seite auch die Mitarbeiter, dass die einen Self-Service haben und dort ihre eigene Plattform haben für alle HR-Themen, aber auch das ganze Thema E-Recruiting, dass das nochmal eine höhere Priorität bekommt, weil wir planen ja mit Wachstum, hinter der Strategie steht eine Wachstumsstrategie und da muss ja auch mit steigenden Bewerberzahlen umgegangen werden. Wie sieht das Ganze aus? Wir sehen hier mal die Umgebung, vielleicht ein bisschen technisch, kann man sich im Nachgang nochmal anschauen, wen es interessiert. Ich würde eher gern auf zwei andere Themen noch hinausgehen. Wir haben hier zum einen auch in der Projektmanagement-Thematik, also das Projekt mit Teams abgewickelt, dort wirklich alle Elemente genutzt als Kommunikation, aber auch als Ablage, um dort das Projektmanagement eben gut zu handhaben. Und so sieht das Ganze dann aus auf der Kundenseite, auf der Mitarbeiterseite. Klar, unser Kunde von HR praktisch, der hat quasi hier die Möglichkeit, sein Profil anzulegen, zu sehen, wo er im Organigramm ist, zu gucken, okay, habe ich Erinnerungen, die ich einhalten muss und aber auch mehrere Einzeldetails, zu denen er abspringen kann. Also beispielsweise E-Plus, unser internes Mitarbeiter-Schulungssystem an manchen Stellen, Intranet natürlich, dann unser Citrix, also das ganze Thema Reisekosten, also wirklich an einem Ort alles, was den Mitarbeiter betrifft. Und hier noch ein kleiner Schwenk dahin, wo hat uns Zukunftszentrum Süd unterstützt und wo sehen wir hier Anbindung. Auf der einen Seite ganz links unser E-Plus, also wo wir quasi Mitarbeiter die Standardthemen beibringen, wie beispielsweise Arbeitssicherheit, Bildschirmarbeitsplatz. Dann etwas tiefer, das wie kann ich denn mit beispielsweise Teams umgehen, haben wir Schulungen im Internet abgelegt, die man sich per Video anschauen kann und jetzt in Detaillierung des Digitalisierungswissens und das ganze Thema Transformation anzugehen, hilft uns natürlich Zukunftszentrum Süd mit der Lernplattform doch detaillierter, vor allem das Mindset-Thema zu regeln. Aktuell haben wir das im Mitarbeiterprogramm aktiviert und schauen uns an, wie können wir das flächendeckend ausrollen. Dann noch eine letzte Folie, wie sieht es auf der Mitarbeiter auf HR-Seite aus? Die haben hier quasi den Überblick bezüglich der Stellenanforderungen. Dort ist das amtliche Kennzeichen, der Prozessschlüssel, also der schleust quasi die Stelle durchs ganze Unternehmen durch mit einem digitalen Prozess. Darauf kann immer referenziert werden und da wird quasi das, dargestellt. Und wenn jetzt jemand dabei ist bei Ihnen, der sagt, ach, zur Teco schaue ich mir mal näher an. Hier sieht man auch, wie ist das Karrieretool dargestellt mit den aktuellen Stellenangeboten auf der Gegenseite quasi. Das mal so zur Digitalisierung bei uns aktuell in der HR-Abteilung. Super, vielen lieben Dank, Herr Diehl. Ich habe den Wecker gehört. Sie sind ja strenger als wir mit sich selbst. Natürlich. Sehr interessant, danke. Ich verrate schon mal unseren Teilnehmern, dass wir sie nachher in der Talkrunde noch treffen. Und wenn es Fragen gibt, gerne in den Chat. Wir gucken, ob wir sie nachher aufnehmen können. Ansonsten sind sie, glaube ich, auch im Chat unterwegs und können persönlich direkt auf die Fragen antworten. Sehr gerne. Vielen Dank. Ich bitte jetzt den Lukas Kappelsberger zu uns auf die virtuelle Bühne. Kommen Sie gern mit Video und Ton rein. Sie sind seit März 22 Geschäftsführer von Europatent. Genau, dürfen Sie direkt starten. So, hallo zusammen. Ich freue mich, jetzt in knapp 7 Minuten Sie auf unsere digitale Transformationsreise mitzunehmen. Ich hoffe, Sie sehen meine Folien. Ja, sehen wir. Wunderbar. Wer sind wir? Wir sind Part Office. Wir sind ein B2B-Softwareunternehmen im IT-Bereich. Wir sitzen hier in München. Und was macht uns aus? Wir haben schon viel über auch die Menschen geredet. Wir finden auch für jeden Mitarbeiter bei uns, glaube ich, so das optimale Arbeitsmodell. Deshalb gibt es bei uns Hybrid- und Remote-Optionen,
uns gibt. Das ganz Spannende ist seit 70 Jahren, also in den 1950er Jahren gegründet worden. Wir haben sehr viel verschiedene Phasen durchgelebt und sind jetzt wirklich in der digitalen Welt angekommen. Aktuell sind wir 16 Mitarbeiter. Unten sieht man einen kleinen Ausschnitt von unserem Team. Und wir fokussieren uns auf die KMU und auf die Start-up-Schiene. Was machen wir? Wir bieten eine Softwarelösung an. Im IP-Bereich heißt alles rund um die Patente. Unser Ansatz ist wirklich, die Entscheidungsgrundlage für unsere Kunden zu liefern, damit optimale Entscheidungen von morgen getroffen werden können. Was sind unsere Challenges gewesen bei dem ganzen Thema Digitalisierung? Wie schaut die Zukunft von morgen aus? Wir haben einfach gemerkt, der Markt und der Wettbewerb, nicht speziell auch nur in unserer Branche, sondern generell, entwickelt sich sehr schnell weiter. Wir haben zusätzlich noch alte Dienstleistungen, also alles, was auf der internen Seite abgebildet ist, also die Preismodelle, die internen Prozesse, auch das Thema Mindset, war noch sehr in der alten Welt. Und das sind eigentlich so, wenn man zusammenfasst, die größten Herausforderungen, einmal extern, was passiert auf dem Markt, und intern, wie sind wir wirklich aufgestellt. Und haben uns dann wirklich gesagt, wir kommen vom Dienstleistungsgeschäft, also haben verschiedenste Funktionen gemacht, die jetzt hier nur grob zusammengefasst sind auf der linken Seite, und haben gesagt, wir wollen für unseren Kunden das so einfach, effizient zur Verfügung stellen und wissen, die Zukunft in unserer Branche liegt auch im Bereich der Software. Deshalb haben wir hier eine All-in-One-Software-Lösung gebaut und geschaffen. Und was heißt das für uns? Also wir sprechen jetzt noch sehr stark vom Produkt, wo wir wirklich auch die Digitalisierung hinbekommen haben und jetzt ein digitales Produkt anbieten können, dass man auch immer von der technologischen Seite up-to-date bleiben muss. Also was für neue Trends gibt es? Wie kann man das ganze Geschäftsmodell skalieren? Also wie baut man die ganze Software auf? Aber hier ist sehr wichtig für uns, das ist die technologische Seite, aber die geht einher wirklich auch mit der Seite von den Menschen, mit den Mitarbeitern. Wie gewinnt man neue Talente, speziell auch junge Talente? Wie verändert sich der Mindset? Also welche neuen Skills muss ich mitbringen, um für die Zukunft von morgen optimal ausgerichtet zu sein? Und wie kann man das dann als Arbeitgeber fördern, sowohl intern als auch extern? Also das ist so zusammengefasst, wo wir gerade stehen. Auf der einen Seite die Software zu bauen und wie bekommen wir das hin, dass wir natürlich intern optimal aufgestellt sind. Und mein Lieblingsspruch, was ich den Mitarbeitern immer mitgebe, von der linken Seite, from hard working to smart working, heißt, in der Vergangenheit waren alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr fleißige Bienchen, die manchmal vielleicht den einen oder anderen extra Meilenstein gegangen sind, um wirklich zum Ziel zu kommen. Ich glaube, jetzt haben wir es bei uns geschaffen, dass man jetzt wirklich effizienter arbeiten kann und somit halt sich auch wirklich Zeit und Ressourcen spart. Und das ist das wichtigste Thema für uns auch gewesen oder das Learning, den Mitarbeitern aufzuzeigen, was der Mehrwert an der ganzen Geschichte ist. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschaffen und sind jetzt wirklich bei der rechten Seite angekommen, dass man wirklich sagt, wie kann man wirklich intelligent arbeiten und sich so durch Zeit und natürlich dann auch fürs Unternehmen Geld zu sparen. Das ist auch unsere Philosophie, wie wir das Ganze leben und angehen, die Sachen einfach zu halten, effizient und dabei noch Spaß zu haben. Ich glaube, wir haben immer mehr, man spricht von Digitalisierung, und es sind so viele Themen, die zusammenkommen. Ich glaube, je einfacher man Sachen halten kann, und da ist auch ein bisschen unser Vorbild, Google, also wirklich die Großen, jeder versteht es, wie man Sachen einfach dort eingeben kann, was suchen. Und so ist unser Ansatz auch, bei, wie wir die Software bauen, wie wir die Prozesse abbilden wollen, wie wir Themen kommunizieren wollen. Und wie haben wir das geschafft oder was haben wir alles umgestellt bei unserer Reise? Wir haben verschiedenste Prozesse, Tools neu eingeführt, die wo natürlich uns auch wirklich auf der digitalen Transformation am Anfang noch gehindert haben. Wir haben unser CRM komplett umgestellt. Wir bilden das komplette Projektmanagement und auch Kommunikation über Asana zum Beispiel ab, wo auch alle Mitarbeiter von überall darauf zugreifen können und dort wirklich modern arbeiten können. Und der wichtigste Punkt, weshalb wir heute auch hier unten sind, ist, wir sehen einfach, wir können die Themen nicht alleine bewältigen. Deshalb haben wir uns Partner mit ans Board geholt,
mit dem Zukunftszentrum Süd haben wir sehr stark gearbeitet, wie schaut die Zukunft von morgen aus, welche neuen Skills werden benötigt, muss ich Sachen verlernen, um Neues zu erlernen. Und in der IP-Branche, also das ist wirklich das Spezifische in unserem Bereich, haben wir den IP-Führerschein mit angebunden. Die Mitarbeiter sowohl auf der digitalen Seite als auch auf der spezifischen Patentseite für morgen optimal auszustatten. Und deshalb kann man zusammenfassend bei uns sagen, Digitalisierung ist für uns das Zusammenspiel von Mensch und Technologie. In dem Sinne, vielen Dank, dass Sie auf der kleinen Reise von uns bei PatOffice dabei gewesen sind. Und vielen Dank, dass Sie uns auf dieser Reise mitgenommen haben und uns gezeigt haben, wie Sie das umgesetzt haben. Ich würde direkt weitergehen zu unserem dritten Redner, den Sinan Kalafat, Geschäftsführer und Gründer von BCM Tech. Er ist Physiker und bringt über 10 Jahre Erfahrung im Bereich künstliche Intelligenz mit und zeigt uns heute komprimiert 5 Schlüsselerkenntnisse, wie künstliche Intelligenz im Produktionsumfeld eingesetzt werden kann. Herr Kalafat, Sie sind noch gemutet. Wir können Sie noch nicht hören. Die Präsentation sehen wir aber schon. So, jetzt sollte es funktionieren, hoffentlich. Wunderbar. Sehr gut. Vielen Dank für die Einleitung. Ich möchte Ihnen heute 5 Schlüsselerkenntnisse vorstellen, die wir in den letzten 10 Jahren vom Einsatz der künstlichen Intelligenz im Produktionsumfeld oder aus dem Einsatz gelernt haben. Kurz zur BCM Tech GmbH. Was machen wir? Wir sind in dem Bereich unterwegs, wo sich die wenigsten Dienstleister gerne aufhalten, zwischen der Hardware im Produktionsumfeld, das bedeutet wirklich Messtechnik, Steuerungstechnik, Regelungstechnik und diese dann bis hin zur KI in die Integration zu treiben und auch zur Optimierung zu treiben. Und das befähigt uns, da wir aus der Hardware auch kommen, die Wertschöpfung sehr viel höher zu treiben in Prozessen und vor allem auch in der Tiefe in die Daten reinzuschauen und zu verstehen und auch damit der KI in Anführungszeichen mit beizubringen. Und ja, der Einsatz befähigt uns hier auch mittlerweile für Satellitentechnologien. Das heißt, da arbeiten wir an eigener Hardware und eigener Softwareintegration bis hin zu KI und Datenauswertung, die Satelliten im Weltraum überwachen soll. Grundsätzlich sind wir auch in einigen Forschungsprojekten tätig, die unser Wissen und auch Know-how weitertreiben im Bereich KI. Grundsätzlich, was sind die Herausforderungen von KI im Produktionsumfeld und was unterscheidet diese Herausforderungen? Die KI und der ganze Data Science Betrieb, in Anführungszeichen, kommt eigentlich aus der Cloud-Welt. Sie können sich vorstellen, Amazon und Google, die haben sehr viele Daten in einer sehr hohen Dichte und Fülle. Und die können diese Daten im Grunde nutzen, um Informationen zu schöpfen. In Produktionen ist es aber häufig so, jedes Mal, wenn ich eine Datei speichere, kostet mich das Geld. Das kostet mich Geld im Arbeitsaufwand, im Speichern, im Warten. Das heißt, häufig ist es so, dass man nicht auf eine Historie an vielen Daten zurückgreifen kann. Die Datendichte ist relativ hoch. Das bedeutet, das, was man speichert, das ist dann auch richtig voll mit Informationen. Und das führt dann auch zu komplexen Zusammenhängen in Produktionssystemen, die Hürden, die Einstiegshürde für KI auch sehr viel komplexer machen. Das bedeutet, in Produktionssystemen ist es nicht so, dass Zusammenhänge wie, wenn ich die Produktionsförderer schneller fahre, dann kann ich auch mehr produzieren. Solche Zusammenhänge wurden häufig über Jahre von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern schon weitaus optimiert. Das heißt, die Einstiegshürde für eine KI-Anwendung ist sehr viel höher in der Produktion. Und was häufig auch der Fall ist, man hat begrenzte Trainingsmöglichkeiten. Das heißt, wenn ich eine Produktion habe, dann kann ich die jetzt nicht stoppen und einen Monat lang Ausschuss produzieren, um die KI zu trainieren. Und das führt dazu, zu unseren 5 Key Learnings für den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Produktionsumfeld. Grundsätzlich Key Learning Nummer 1, Wertschöpfung auf dem Weg zur KI während der gesamten Digitalisierungskette priorisieren. Oft ist es so, man hat Zustand ganz am Anfang,
der Worst Case, nenne ich mal, in der Digitalisierung, alles ist analog, nichts wird mitgetrackt, nichts wird aufgeschrieben und der Maximalzustand wäre, man hat ein komplettes Tracking über alle Maschinen, über alle Produktionsdaten, über alle Betriebsdaten und die kann ich auch automatisiert aufnehmen und zurückführen. Und oft ist so der letzte Schritt natürlich mit der KI die Zielvorstellung und der Wunsch, aber auf dem Weg zur KI kann sehr viel Wertschöpfung auch für Unternehmen stattfinden. Und wenn sie Projekte aufstellen, dass Teil der Wertschöpfung in der Digitalisierungskette auch abgebildet ist als echtes Ziel. Key Learning Nummer 2, die Entwicklung von physikalisch fundierten KI-Lösungen priorisieren. Was bedeutet das? Beispielsweise, es gibt einen großen Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Das bedeutet, Amazon kann sich Daten anschauen, wie welche Temperatur hat gerade Augsburg. Und Amazon sieht auch, wo sie sich einloggen mit ihrem Account und um wie viel Uhr sie sich einloggen. Und wenn man feststellt, es ist 0 Grad, dann kann Ihnen Amazon eine Mütze empfehlen. Da steckt eher eine Korrelation dahinter. Das heißt, KIs sind darauf trainiert, Korrelationen zu erkennen. Es gibt aber Korrelationen, die haben aber eigentlich keinen Zusammenhang. Und diese Bewertung obliegt dem Experten, der physikalische Kenntnisse mitnehmen muss. Und vor allem auch neuronale Netzwerke suggerieren Objektivität in ihren Daten und in den Ergebnissen. Es ist aber genau das Gegenteil der Fall. Die neuronalen Netzwerke lernen ausschließlich das, was man ihnen gibt. Da gibt es auch sehr viele lustige Beispiele mit Twitter. Microsoft hat einen Twitter-Bot online gestellt und nach 2 Wochen war der plötzlich voller Beleidigungen und rassistisch, weil der eben so trainiert wurde. Das bedeutet, Objektivität ist nicht anzunehmen bei neuronalen Netzwerken und muss aber Teil der Daten sein, die sie dann trainieren. Und erst dann kann man von einem Objektivmodell ausgehen. Kurz, Punkt Nummer 3, Mut zur Datenlücke. Oft ist es so, man hat einfach nie alle Daten, die man braucht. Und der beste Weg ans Ziel hier ist, wenn man mit den Daten beginnt, die man hat, diese analysiert und die Daten so weit abstrahiert, dass man sämtliche Informationen aus denen automatisiert abfangen kann und erst dann weiter in den Invest geht und neue Messsysteme investiert und weitere Schritte geht. Und unser Sprichwort ist immer, lieber ein Parameter 24/7 automatisiert aufgenommen, als 50 Parameter von Mitarbeitern manuell aufgeschrieben. Da ist die Wertigkeit einfach höher. Key Learning Nummer 4, den Überblick behalten, Experten dazu holen und genug Zeit einplanen. KI-Projekte führen häufig an verschiedenen Mitarbeitern vorbei, an der IT, bei den Data Scientists, im Produktionsumfeld, bei den Technikern. Und immer wieder haben sie ganz verschiedene Baustellen, Sicherheitsbedenken, Datensicherheit, Datenstrukturbedenken, inhaltliche Bedenken. Und da das große Ganze im Auge behalten und vor allem auch auf dem Weg zur KI systematisch ihre Prozesse zu verbessern. Genau. Und vor allem oft sind Datenschutzbedenken ein Grund dafür zu sagen, dann nutzen wir die Daten eben nicht, aber dann sind sie auch häufig nutzlos. Und der letzte Punkt, keine künstliche Intelligenz ohne menschliche Intelligenz. Grundsätzlich müssen Sie, Ihr Team, wir gemeinsam auch immer die Prozesse verstehen, die Sie optimieren wollen, die eine KI auch verstehen soll. Und erst dann kann das ganz gut Hand in Hand funktionieren. Damit bedanke ich mich und würde mich freuen, wenn Sie Fragen haben. Gerne auch jederzeit durchschreiben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Sie. Vielen Dank, genau. 7 Minuten waren eingehalten. Ich würde mich jetzt freuen, wenn die Frau Packenbreu schon mal auf unsere virtuelle Bühne kommt. Genau, ich sehe Sie noch nicht. Hören? Da sind Sie. Genau. Willkommen. Ich überlasse die Bühne direkt Ihnen. Dann teile ich noch meinen Bildschirm. Hat das schon funktioniert? Können Sie alle meine Folien sehen? Ganz genau, das klappt wunderbar, danke.
Sehr schön. Also auch von mir noch herzlich willkommen zu meinem heutigen kleinen Vortrag. Mein Thema ist Paggen im digitalen Wandel. Mein Name ist Sandra Paggen-Breu. Ich bin die Nachfolgerin bei der Paggen GmbH. Meine Eltern haben die Firma 1990 gegründet. Seitdem ist sie quasi auch Teil meiner DNA. Wir verkaufen Maschinen und Geräte für die Elektronikfertigung. Unsere Kunden fertigen also Elektronik. Da ist alles mit dabei, vom Entwickler bis zum Konzern. Wir möchten für unsere Kunden langfristiger Ansprechpartner sein. Unser Ziel ist es also, es unseren Kunden so leicht wie möglich zu machen, mit uns in Kontakt zu treten und dann auch bei uns zu kaufen. Wir haben dafür schon immer digitale Mittel eingesetzt. Wir hatten von Anfang an ein ERP-System, das war für uns geschrieben ursprünglich. Wir hatten bereits 1998 unsere erste eigene Webseite und bereits 2003 einen Online-Shop für unsere Kleingeräte und unser Zubehör. Ich bin 2014 mit eingestiegen. Mir war es damals schon wichtig, von überall her arbeiten zu können, zumindest theoretisch. Wir haben also 2015 dann alles in die Cloud gelegt, also und ein neues ERP-System und CRM-System angeschafft. 2016 haben wir dann auch noch eine Voice-over-IP-Telefonanlage angeschafft. Da waren wir ein bisschen gezwungen von der Telekom. Aber spätestens 2020 waren wir darüber dann sehr glücklich. Wir konnten nämlich dann sofort unsere Mitarbeiter ins Homeoffice schicken und die konnten ganz normal arbeiten. Wir haben dann 2020 auch noch angefangen, uns mit Teams und Zoom auseinanderzusetzen, weil wir so unsere Kunden zumindest virtuell weiter treffen konnten. Außerdem haben wir Remote-Demos angeboten. Da war natürlich 2020 die Akzeptanz sehr hoch. Mittlerweile wollen aber eigentlich alle wieder Live-Demos machen, weil sie die Maschinen einfach sehen und anfassen wollen. Anfang dieses Jahres haben wir dann auch noch unsere Webseite wieder neu überarbeitet. Das sieht man da auf dem Bild ganz rechts unten. Genug mit der Vergangenheit, schauen wir uns erstmal die Gegenwart an. Im Sommer diesen Jahres war ich bei einem Event von der UWS Starnberg zum Thema Digitalisierungsoffensive. Da habe ich einen Vortrag gehört vom Vincent Homp vom Zukunftszentrum Süd. Und der Vortrag hat mich total abgeholt. Ich habe mir gedacht, ich melde mich mal zum Einzelgespräch an. Kann ich ja nichts falsch machen. Das Gespräch haben wir dann ein oder zwei Wochen später schon geführt. Und wir haben relativ schnell entschieden, dass ich erstmal den Fragebogen, also den Online-Fragebogen zum Thema Digitalisierungskompetenz ausfülle. Damit wollten wir dann rausfinden, wie wir aktuell dastehen. Das Ergebnis war ganz vielversprechend, eine Note 2,1. Vorher haben wir ja gelernt, dass die meisten deutschen Unternehmen eher irgendwie bei einer 3 stehen. Also trotzdem finde ich, ist da noch Luft nach oben. Und der Vincent und ich haben uns dann überlegt, welche Schritte wir weiter angehen. Wir haben uns dann für einen Workshop entschieden, der mit dem ganzen Team, also mit dem ganzen Paggen-Team stattfinden sollte. Weil mir wichtig ist, nicht von oben die Ziele vorzugeben, sondern die auch gemeinsam zu entwickeln. Bei dem Workshop haben wir dann als allererstes unsere gemeinsamen Werte, also die wichtigsten gemeinsamen Werte, herausgearbeitet. Mich hat das Ergebnis sehr gefreut, weil wir waren uns super schnell einig. Die Werte sind persönlicher, langfristiger Kontakt zu unseren Kunden, Kompetenz, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Als nächsten Schritt haben wir uns dann angeschaut, wo eigentlich die Verbesserungspotenziale liegen. Wie vorher schon gesagt, als Vertriebsunternehmen möchten wir es unseren Kunden so leicht wie möglich machen, mit uns zu kommunizieren. Deswegen sehen wir die Potenziale für die nahe Zukunft vor allem im Informationsmanagement und in den Schnittstellen zu unseren Kunden und Lieferanten. Da haben wir uns dann drüber Gedanken gemacht und ein paar Ideen aufgesetzt. Nicht alle diese Ideen haben dann wirklich was mit Digitalisierung zu tun. Wir haben zum Beispiel jedem Lieferanten einen Mitarbeiter bei uns intern zugeteilt, der sich um die Updates kümmern soll und die dann auch intern kommuniziert. Außerdem haben wir wieder neu definiert, welche Informationen wo abzulegen sind, damit wieder jeder schnell findet, was er braucht.
Ein weiteres großes Potenzial sehen wir darin, unsere internen Prozesse weiter zu optimieren und doppelte Arbeit zu vermeiden. Gerade jetzt im Rahmen der Nachfolge und in der aktuellen Situation mit dem Arbeitskräftemangel müssen wir einfach schauen, dass die anfallende Arbeit intern besser verteilt wird. Wir wollen es uns leicht machen. Da ist dann ein Punkt, den wir umsetzen wollen, die Anbindung von unserem Online-Shop an unser ERP-System. Das hat bisher haben wir das noch nicht. Das heißt, Preise und Lagerbestände werden manuell gepflegt. Das ist leider ein bisschen fehleranfällig und vor allem arbeitsintensiv. Wir wollten es eigentlich gleich dieses Jahr noch machen. Da kam uns dann aber Microsoft dazwischen. Wir mussten kurzfristig und ungeplant unseren Server upgraden und unser ERP upgraden. Und ich glaube, jeder der Zuhörer kann sich gut vorstellen, dass das viel Kapazität gefressen hat. Aber alles hat zwei Seiten. Vorteil davon ist natürlich, dass jetzt unsere IT wieder sicherer ist. Dann der dritte Punkt, den wir uns vorgenommen haben, ist, dass wir im Marketing neue Wege beschreiten wollen. Also unser bisheriges Marketing war eher ein bisschen konservativ, also Newsletter, Website, Presse und Messen. Und das ergänzen wir jetzt, weil wir denken, dass unsere Kunden, vor allem die neue Generation, auch woanders unterwegs ist. Ich habe also begonnen, mich im Sommer intensiv mit Social Selling und Personal Branding zu beschäftigen. Damit will ich einfach die Marke packen, stärken, mich als Expertin positionieren und Reichweite generieren. Auf der Elektronika in München vor zwei Wochen, bin ich auf meine Aktivitäten ganz schön häufig angesprochen worden. Es wird also gesehen, ob es was bringt, wird die Zukunft zeigen. Damit bin ich dann schon am Ende meines Vortrags angelangt. Ich freue mich auf den weiteren Austausch und Kontaktdaten finden Sie hier. Ich freue mich auch von Ihnen zu hören, wenn Sie da noch mit mir drüber sprechen wollen. Genau. Herzlichen Dank, Frau Packenbreu.